Internet, hier ist wieder der Rob von der Info School of Music. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, letzte Woche haben wir angefangen, haben so einen kleinen Abriss gegeben, wo ich überhaupt so herkomme, was überhaupt so los ist und wie hat sich mein Equipment entwickelt. Und da war natürlich relativ schnell klar, dass ich ein Fractal Audio Fanboy bin. 2012 aufs XFX 2 aufgesprungen und jetzt auch wirklich 10 Jahre lang benutzt und nichts anderes, alles an externen Effekten, Top-Teilen, alles weg, schon relativ schnell. Ja, war mir klar, dass das Ding für mich funktioniert. Die ganze Flexibilität, das Routing, die Qualität der Effekte der Amps und auch die Steuerbarkeit. Ja, jeder Parameter war fernsteuerbar. Man konnte sich wunderbar ganze Presets für ganze Song-Setlisten bauen mit Lautstärke, leise, vorne Amp, hinterm Amp. All möglichen Geschichten konnte man einbauen. Mir schon immer gut gefallen. Und was ich aber natürlich von Anfang an nie hergeben wollte, war das reine Spielgefühl. Ja, also Stichwort Wohlfühlfaktor. Für mich war schnell klar, so ein In-Ear-Monitoring oder eine Boden-Wedge oder diese ganzen Flat-Response-Speaker, das funktioniert so nicht für mich. Wenn es irgendwie sein muss, klar, spielt man auch mal einen Gig direkt in die PA, alles kein Problem. Aber wenn es wirklich Spaß machen soll, das ist eigentlich mir immer am allerwichtigsten, dann will ich nach wie vor irgendwie ein geiles Gitarrencap im Rücken haben, den Druck merken, die Armverlängerung, wenn der Amp schön im Speedspot ist. Und ja, das war mir immer eigentlich das Allerwichtigste. Und das funktioniert halt auch, muss man ein paar Sachen beachten. Ja, ich würde einfach mal kurz mein Rig, mein Routing vorstellen, wie ich es seit zig Jahren mache. Und es ist aus meiner Sicht best of both. Also man hat wirklich ein geiles FOH-Signal und man selbst hat schön Knack im Rücken. So, also wie mache ich es? Output 1, der erste Ausgang, da ist alles an Endstufensimulation und Boxensimulation eingeschaltet. Das geht direkt an Front of House. Ich habe einen Low-Cut eingebaut. Also alles tiefer, 90 Hertz, schmeißen wir erstmal weg. Ja, da gehört eine Gitarre nicht hin. Und alles größer 9000 Hertz geht auch weg. Und dann gibt es ein Stereo-Signal, kriegt der Mischer in sein Pult direkt rein. Und ein Soundcheck ist klassischerweise so, 3 Töne, was spielen. Ja, Gitarre passt, danke. Damit funktioniert es immer. Und auf der zweiten Seite lege ich mir dann einen anderen Ausgang vor der Boxensimulation raus. Es geht in der Transistor-Endstufe. Ich blende es euch mal ein. Das ist eine Selma-Duncan-Endstufe. Und ja, und bevor ihr mir dann damit Cap meiner Wahl, entweder nehme ich die beiden mit, so für Fender-artige Sounds mehr. Die sind Open Back, also offene Rückseite. Und hier unten mit einem Vintage 30 Speaker drin, geschlossenes Cap, so für die ganzen Rock, Hard Rock, aufwärts. Ja. Wenn es ganz doll sein soll, habe ich noch eine 412er Box im Keller, aber zugegebenermaßen bleibt die eigentlich seit Jahren zu Hause, weil die Schleppvollheit auch immer größer wird und das hier eigentlich auch genug Druck macht und man auch nicht allen Leuten so tierisch auf die Nerven geht. Ja, man kann sich das schön zentral direkt ins Gesicht leuchten lassen und man geht allen anderen nicht so sehr auf die Nerven damit. Ja, da muss man ja schon aufpassen als Gitarrist. Genau, so, das ist das Setup, das funktioniert, wie gesagt, seit 10 Jahren für mich, wunderbar. Und der größte Punkt mit diesen ganzen Modeling-Geschichten, also ich spreche da von allen Herstellern, auch wenn ich mich damit nicht auskenne, aber die funktionieren ja alle sehr, sehr ähnlich mittlerweile. Oder die Freiheit, wo man sich welchen Ausgang hinlegt, das haben sie ja mittlerweile, glaube ich, alle. Und der Hauptpunkt ist halt irgendwie zu gucken, dass man den Sound, den man sich zu Hause baut, den gut übersetzt bekommt, dass der auch live funktioniert. Weil da ist dann plötzlich ein lautes Schlagzeug, ein Bass, der in ähnlichen Frequenzen und das Keyboard haut da auch kräftig rein und die Gitarre kann dann schnell weg sein. Und genau um diesen Umrechnungsfaktor, ich nenne es immer Umrechnungsfaktor, wenn man irgendwie sich bewusst sein muss, wenn ich das Ding zu Hause baue, wie klingt das jetzt unter Lautstärke? Na, da kommen ja manche Frequenzen deutlich doller, andere sind weg. Und wo platziere ich die Gitarre, dass es live auch gut funktioniert? Das würde ich in der nächsten Folge würde ich euch mitnehmen. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt da dran. Ansonsten schon mal viel Spaß beim Belesen, beim Durchstöbern diverser Foren und der Suche nach dem Heiligen Gral. Immer weiter geht's. Vielleicht auch Memo an mich selbst. Diese ganze Soundfrickelei interessiert meist immer nur uns selber.
vielleicht sollte man sich auch ab und zu mal darauf konzentrieren, einfach mehr Musik zu machen, vielleicht mit einer Einstellung mehr den gesamten Abend zu kommen und sich einfach mal darauf zu konzentrieren, das rauszuholen, was drinsteckt. Ja, vielleicht ganz guter Tipp auch an mich selbst. Also, dranbleiben, bis bald.